Kiki, das kannst du besser. Langosch wie vom Weihnachtsmarkt? Ist doch gar kein Problem. Hallo meine Lieben, heute machen wir ein ultra leckeres Rezept. Und zwar kennt ihr das wahrscheinlich alle vom Weihnachtsmarkt oder von der Kirmes. Wir machen Langosch. Das ist so ein leckeres Rezept, Leute. Es ist einfach frittierter Teig mit richtig viel Knoblauch und Schmand und Käse, Schnittlauch. Oh mein Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Rezept. So, der Hefeteig besteht aus ganz wenigen Zutaten und geht auch sehr, sehr einfach. Ich bin heute ein bisschen faul und benutze meine Küchenmaschine. Und ich schreibe euch alle ganz genauen Mengenangaben wie immer unten in die Infobox. Ich gebe jetzt hier erstmal Milch in die Schüssel. Also eigentlich erstmal die flüssigen Zutaten, Milch, Wasser. Beides ist jetzt lauwarm. Die Butter habe ich in der Mikrowelle zerlassen bei geringer Wattzahl. Wenn das so ist, müsst ihr da immer die Reste noch rausschaben. Das ist so viel und es macht wirklich was an... Gott, ich bin so unvorbereitet. Das macht wirklich was an der Konsistenz aus. So, einmal da rein. Je nachdem, welche Hefe ihr jetzt verwendet, müsst ihr schauen. Bei frischer Hefe einfach in der lauwarmen Milch mit ein bisschen Zucker auflösen und dann damit reingeben. Und bei Trockenhefe mache ich es jetzt so, dass ich es einfach hier mit reingebe. Und da kann man das auch noch so ein bisschen vermengen. Muss man jetzt aber nicht zwingend. Und das kommt jetzt hier mit rein. Und da dann einfach nur noch Salz und Zucker dazugeben und dann richtig schön kneten lassen, bis der Teig total geschmeidig wird. Das dauert in der Maschine wirklich nur ein paar Minuten. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr das auch mit den Händen machen. So, der Hefeteig sieht super geschmeidig aus. Jetzt nehme ich ihn raus. Oh ja, der fühlt sich richtig gut an. Ich forme ihn jetzt ganz grob, jetzt einmal noch zu einer Kugel. Und dann muss er gehen gelassen werden, beziehungsweise ruhen gelassen werden, 60 Minuten. Und dann geht er nochmal schön auf, weil Langosch ist ja bekannt dafür, dass es dann beim Frittieren zwar außen richtig knusprig ist, aber innen muss er dann schön luftig sein. Und dafür brauchen wir jetzt einfach die Ruhzeiten. Und da gebe ich jetzt einfach ein bisschen Öl noch in meine Schüssel. Teig rein, ein bisschen Öl noch oben drauf. Und dann schön luftdicht an einem schönen warmen Ort. Am besten nicht bei Durchzug, aber wie gesagt, an einem schönen warmen Ort ruhen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Langosch habe ich jetzt so geformt. Sagt man eigentlich die Langosch? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es... Weißt du es? Die Langosche. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß, wie es funktioniert und wie es schmeckt. Und das ist jetzt hier die Hauptsache. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Teigling immer so geformt, dass man so einen kleinen, dicken Rand hat. Also auch nicht so übertreiben, aber das ist halt so die typische Form. Und als Tipp, das muss jetzt nicht sein, aber als Tipp könnt ihr das auch auf Backpapier direkt ausbreiten. Denn ihr könnt das Backpapier einfach ins Fett gleiten lassen. Zum Fett habe ich aber auch noch ein paar Tipps für euch, weil ich zum Beispiel, ich habe einfach keine Fritteuse. Ich habe allen möglichen Kram, aber sowas nicht. Aber ich brauche das eigentlich auch nie, weil ich habe hier meine Pfanne, die ist auch ein bisschen tiefer. Und da habe ich jetzt ein bisschen Fett reingegeben. Viele machen auch immer viel zu viel Frittierfett rein. Das braucht ihr gar nicht, weil das wird ja sowieso nur an der Oberfläche schwimmen. Und dann dreht man das um und dann wird es von beiden Seiten frittiert. Jetzt gebe ich hier meinen Holzstab rein. Da könnt ihr auch einen Schaschlikspieß oder einen Zahnstocher nehmen, das, was ihr gerade da habt. Und wenn die Bläschen schnell hochsteigen, dann ist das Fett schön heiß und genau richtig zum Frittieren. Wenn ihr merkt, die Blasen steigen gar nicht auf oder viel zu langsam, dann ist das Fett auf jeden Fall noch zu kalt. Und wenn es so richtig brodelt, wenn ihr das reintut, dann ist es zu heiß. Und jetzt heißt es nicht, dass ihr jetzt immer auf der gleichen Stufe bleiben könnt bei eurem Herd. Ich war jetzt beim Erhitzen auf Stufe 8 bzw. 9 von 9, bin jetzt aber auch wieder runter auf Stufe 4. Gleich kommen jetzt die, ich sag mal jetzt nicht kalten, aber die zimmerwarmen Teiglinge rein. Dann wird das Fett auch nochmal beeinflusst. Also immer wieder einen Holzstab nehmen, reintun, gucken, ob das Fett auf Temperatur ist. Und auch gerne zwischendurch mal einen neuen Holzstab nehmen, weil wenn der irgendwann vollgesaugt ist mit Fett, dann funktioniert dieser Trick auch nicht mehr. So, jetzt gebe ich das hier einmal rein. Das könnt ihr richtig reingleiten lassen. Und dann einfach an einer Spitze das Backpapier noch festhalten. Und dann könnt ihr das ganz einfach lösen. Pro Seite braucht ihr wirklich nur eine Minute 20. Also es kommt natürlich auch immer auf
auf euren Topf an. Bei mir wird ja die Wärme extrem gespeichert, deswegen brauche ich da jetzt nicht so lange. Schaut aber auf jeden Fall mal wirklich so nach einer Minute 10, wie es aussieht. Sie müssen so richtig goldig braun sein. Wenn ihr mal so helle Stellen habt, ist das kein Problem. Es ist komplett durch. Es ist innen fluffig und außen extrem knusprig. Und jetzt habe ich ja hier schon mal meinen Schmand vorbereitet. Und ihr könnt das jetzt nur ganz kurz, so ein paar Minuten auskühlen lassen, aber noch warm genießen. So schmecken die echt am besten. Jetzt gebe ich den nämlich einmal, ich nehme hier schon mal ein, in die Mitte. Und oh, ich habe da echt so Bock drauf, schon seit Wochen. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt gönne ich mir das und zeige euch direkt das Rezept. So, da darf man auch nicht geizen. Und dann habe ich noch Käse, da könnt ihr euch entscheiden, nehmt ihr jetzt Feta-Käse, nehmt ihr Emmentaler. Ich habe jetzt Gouda genommen. Sieht man das so? Ich mache mir mal hier den Weg frei. Und da einfach den Käse oben drüber reiben. Und der schmilzt dann auch noch mal in der Resthitze. Oh, ich habe so Bock drauf, Leute. So, und da drüber kommt dann noch Schnittlauch, wenn ihr möchtet. Oder Petersilie oder andere Kräuter. Und dann ist unser Langosch auch schon fertig. Boah, sieht das nicht gut aus? Oh, ich habe da so Bock drauf gerade. Können wir den Taste-Test vorziehen? Okay. Ich beiß jetzt direkt rein, oder? Komm, dann zieh mir vor. Jasmin, mach einfach, egal. Oh mein Gott. Mmh, Leute, das schmeckt so gut. Bitte, macht es nach. Das schmeckt, es ist ein Traum. Es ist ein 12 von 10. Bitte, macht es unbedingt nach. Das schmeckt hammerlecker. Ich spreche jetzt nicht mehr in vollem Mund. Ich esse jetzt erstmal in Ruhe. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, Langoschteig, es ist ja ein herzhaftes Rezept, aber ihr könnt auch süß belegen. Und wie geil ist bitte die Kombination jetzt mit Kiki's Creamless Nougat? Ein bisschen Werbung an der Stelle, aber die ist auch echt genial. Die ist ohne Palmöl und mit guten Haselnusskernen, also richtig lecker. Die meisten haben sie jetzt auch schon zu Hause. Ihr könnt mir aber gerne auch mal jetzt reinschreiben, welche Cream euer Favorite ist. Und dann freue ich mich, von euch zu lesen. Leute, ist das nicht... Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Ich sag's, wie es ist. Ich gönne mir jetzt auch nochmal für euch. Ist das eigentlich gemein, dass ich euch mein Voressen? Nein, oder? Ihr könnt es ja ganz einfach nachmachen. Kannst du noch rangehen? Heute ist so ein richtiger Gönnertag. Das schmeckt so lecker, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist nicht. Es schmeckt nicht wie ein Donut. Es schmeckt nicht wie, was frittiert man denn noch? Berliner oder so, es ist ganz anders. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren, Leute. Und ja, ich entlasse euch jetzt aus dem Video, damit ihr das Ganze nachmachen könnt und sage bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal und lasst ein kostenloses Abo da, dann verpasst ihr nämlich meine Rezepte auch nicht mehr. Und was ihr auch gerne machen könnt, wenn ihr noch irgendwas im Gedächtnis habt, was ihr vom Weihnachtsmarkt oder von der Kirmes kennt und was ich noch nicht abgefilmt habe, dann schreibt es mir gerne und ich mache das für euch. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, bist du ready für den Tasty Tasty? Ja, müsst alle ruhig sein jetzt. Das ist so cringe, alle ruhig sein. Also, sind wir mal ehrlich, das Ding ist kalt. Mhm. Es muss eigentlich warm gegessen werden. Eigentlich schon. Es ist ein bisschen hart. Hart. Aber ist es schlimm? Ne? Also ein bisschen, du weißt, was ich meine. Härter, ja. Genau, aber es riecht krass. Was ist das da oben für ein Frosting? Das ist Schmand mit Knoblauch. Also ein Date haben wir beide heute Abend nicht mehr. Aber trotzdem voll weit. Ja, ne? Es müsste jetzt richtig schön luftig sein innen voll. Drin. Und ja, außen knusprig. Mhm. Zeig mal gleich mal daran. Wow. Ich muss sagen, auch weil es gerade weil es kalt ist, schmeckt es übertrieben lecker. Also ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn es warm ist. Das war Abriss. Als es warm war, ich bin gestorben. Das Boah. War so lecker. Kann man das auch in die Mikrowelle tun oder so? Ja, klar. Aber ganz ehrlich, ich überlege gerade, das nach Hause zu nehmen wieder und die Mikrowelle zu tun. Ja, kannst du machen. Aber so heftig. Boah, mega. Geh, on point. 4 von 10. Dankeschön.